Bild Nummer 1. Auf dem Bild sehe ich 5 Personen. Einen Mann und 4 Frauen. Sie sitzen um den Tisch und sehen glücklich aus. Der Mann hat weiße Haare. Er trägt eine Brille und ein blaues Hemd. Ich glaube, dass er ungefähr 50 Jahre alt ist. Neben ihm sitzt eine alte Frau. Vielleicht ist sie seine Frau. Sie trägt ein rotes Hemd und eine Kette. Sie hat kurze dunkelblonde Haare. Sie hat kurze dunkelblonde Haare. Ich glaube, dass sie über 60 Jahre alt ist. Neben der alten Frau ist noch eine blonde Frau. Sie sieht sehr glücklich aus. Die zweite junge Frau, die schwarze Haare hat, trägt ein rotes T-Shirt und eine schwarze Jacke. Ganz rechts im Bild kann ein blondes Mädchen gesehen werden. Ich vermute, dass sie die Jüngste ist. Sie hat blonde lange Haare und trägt ein dunkles T-Shirt. Wahrscheinlich sind sie eine Familie und treffen sich am Wochenende. Im Vordergrund und auf dem Tisch stehen Wein- und Saftgläser. Außerdem gibt es Salat und Erdbeeren. Im Hintergrund auf der linken Seite gibt es rote Blumen. Es könnte ein Geschenk sein. Bild Nummer 2. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau, die kurze Haare und einen Korb in ihrer Hand hat. Sie trägt einen Pullover und wirft die Gläser in die Mülltonne. Ich sehe verschiedene Mülltonnen, die für den Restmüll, Biomüll und Plastik sind. In Deutschland soll man den Müll trennen und wenn man den Müll nicht trennt, bekommt er eine Strafe. Ich finde es gut für den Umweltschutz. Dadurch kann man den Müll wiederverwerten. Bild Nummer 3. Auf dem Bild sehe ich eine kleine Familie, die aus 3 Personen besteht aus. Sie sind im Laden und kaufen Lebensmittel und sie haben einen Einkaufswagen dabei. Sie sehen fröhlich aus. Sie richten ihren Blick auf ihr Kind. Der Sohn hat in der Hand eine kleine Wassermelone. Im Hintergrund links kann man Gemüse und Obst sehen. Bild Nummer 4. Auf dem Bild sehe ich 2 Frauen, die Gemüse und Obst kaufen wollen. Wahrscheinlich sind sie Geschwister. Auf der rechten Seite kann ich Obst und Gemüse sehen und sie sehen echt frisch aus. Das Wetter sieht angenehm aus, deswegen glaube ich, dass es ein Frühlingswetter ist. Ich finde, die Früchte in Deutschland schmecken gut ist. In meiner Heimat ist der Boden sehr fruchtbar. Deshalb schmeckt die Früchte ganz gut. Eigentlich esse ich gern Wassermelone und Erdbeere. Bild Nummer 5. Ich sehe auf dem Bild eine alte Frau und eine Krankenschwester. Ich finde, dass sie im Krankenhaus sind. Ich denke, dass die alte Frau krank ist. Die Krankenschwester lächelt, dies ist eine sehr schöne Sache. Ich sehe auch medizinische Geräte hinter der Krankenschwester und der Patientin. Die Krankenschwester trägt die Kleidung der Krankenschwestern. Krankenpflege ist eine humanitäre Arbeit und arbeitet zur Behandlung von Menschen. Ich liebe diese Arbeit. Und ich finde, dass diese Arbeit menschliche Arbeit ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.